Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 10. Oktober 2019 mit einer Tarotlegung der Rate-Tarotkarten für dich. Also warum du jetzt auch fragst, ob das jetzt mit dem Liebe oder Privat oder Beruf zu tun hat, das überlasse ich ganz den Karten, auch die Antworten und freue mich, dass du natürlich da bist und dir auch die Zeit nimmst. Bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du dich voll und ganz in der Energie der Kristallschale begibst, deine Augen schließt und tauche erstmal in diese Energie ein und sende mir natürlich auch deine Gedanken zu, während ich die Karten mischen werde. Ich hoffe, das hat dir gefallen und du bist bereit für die Legung. Also konzentriere dich auf dein Thema, was dich gerade bewegt. Das ist diese Siebener-Legung. Und das ist dein Ausgang. Und wir fragen auch, wie geht es weiter? Wie entwickelt sich das auch weiter? Das war jetzt hier als letzte Karte. So, ich hoffe, du kannst das alles wunderbar sehen. Also es geht in erster Linie darum, kamen hier die vier Kelche, also die Energie. Also es geht auch darum, dass du eventuell jetzt in dieser Phase in deinem Lebenssituation jetzt auch dich befindest, wo dir auch so ein bisschen die Motivation fehlt, dass du auch wirklich, ja, dadurch, dass du so in dich gezogen bist, auch deine Arme hier verstreckst, dass du auch wirklich viele, viele gute Chancen oder Möglichkeiten auch verpasst, dass du momentan dich in einer Energie befindest, wo du auch wirklich vielleicht beleidigt bist, hast keine Lust und ja, also du willst auch irgendwie nicht die Chancen gehen. Du hast hier im Grunde sehr gute Chancen. Es werden dir auch sehr viele Möglichkeiten gereicht. Aber du hast dieses Gefühl, ja, nee, ich will nicht. Ich bin jetzt irgendwie, nee, ich habe da keine Lust zu. Ja? So, auf jeden Fall, dein Ausgang heute ist, dass du die Energie hast, dich zu befreien und dich wirklich neu zu entfalten. Also es geht auch darum, dass du diese Energie bekommst, jetzt endlich mal was zu bewegen, endlich mal irgendwie was Neues zu beginnen. Also dieses, ja, vielleicht kommt auch etwas in deinem Leben oder jemand wieder, es taucht wieder irgendetwas auf, wo du das Gefühl hattest, das ist schon lange vorbei, also es ist schon verloren gegangen, ist vergessen. Und ja, also es kommt etwas, wo du auch wirklich eine gute Lösung finden kannst, also wie du dieses alte Projekt oder wenn jemand als Mensch auf dich zukommt, dann bekommst du vielleicht einen Anruf und du hast die Möglichkeit, diese Vergangenheit wirklich zu bearbeiten und natürlich auch deine Fragen für dich zu beantworten und diese Antworten auch zu erhalten und wirklich daran zu wachsen und dich aus dieser belastenden Situation, vielleicht auch aus diesen ungeklärten Situationen, dich zu befreien. Also es beginnt etwas Neues für dich und es kann sich auch neu alles entfalten, aber es kann auch dafür stehen,
dass da auch hier eine Wiedervereinigung stattfindet. Das kann auch sein, dass da auch Freundschaften auch, die vielleicht auch auf Eis gelegt sind, oder Partnerschaften oder Beziehungen, dass da wieder was auftaucht und also, dass man das auch neu wieder vereinigt und ja, das also einfach genießt oder ein altes Projekt wieder lieb gewinnt oder irgendetwas, was also vom Frühjahr in dein Leben war, kommt jetzt nochmal in dein Leben, wo du dich dafür voll und ganz begeistern kannst. So, es kamen die 5 Schwerter. Also, wie entwickelt sich das weiter? Natürlich kann auch sein, dass erstmal eine Auseinandersetzung da ist, dass man also wirklich erstmal bestimmte Dinge wirklich besprechen kann und sagt, ja, du hast dich zurückgezogen und das hast du das gemacht, ja, ich habe mich dann nicht mehr beworben, weil das so und so keinen Sinn hatte. Also es kommen halt hier Auseinandersetzungen oder halt klare Besprechungen und das sollte man auch wirklich überwinden und man sollte sich auch diese Konfrontation auch wirklich stellen und also es geht wirklich darum, das zu klären und was also wirklich nicht mehr passt, dass man das auch bereinigt. Also es kann sein, dass man hier bestimmte Dinge dann halt bereinigt und sich von diesen belastenden Situationen dann auch befreit und sagt, ja, dann passt halt das eben nicht und jetzt kann ich damit auch abschließen. Heute wirst du auch hier Ass der Schwerter, also die Chancen wirklich dafür zu bekommen, dass du das gut verstehen kannst, dass du bestimmte Dinge auch klären kannst und natürlich auch für dich eine kluge Entscheidung treffen kannst. Also das heißt, so von deinem Herzen heraus und was für dich passt. Und du wirst auch hier den Durchbruch zu Lösungen finden. Also du wirst genau das sagen, was du auch sagen wolltest. Und du wirst auch hier wichtige Erkenntnisse haben. Und das ist für dich definitiv ein Neuanfang, weil hier auch diese klärenden Gespräche stattfinden. Und du wirst hier eine kluge Entscheidung treffen. Wie geht es weiter? Da kam der König der Kelche. Also es ist wichtig, dass du bei diesem Gespräch oder was dich jetzt auch hier erwartet, dass du immer wieder auf deine Gefühle achtest, dass du auf dein Bauchgefühl achtest, auf deine Intuition achtest und ja, zeige dich trotzdem liebevoll, zeige dich empathisch und also es geht wirklich darum, ja, dass du dich nicht aufregst, dass du in deiner Liebe bleibst, dass du auch vertrauensvoll und verständnisvoll bleibst und auch einfühlsam bleibst, also in dieser Situation, auch wenn du jetzt bestimmte Erkenntnisse daraus gewonnen hast. So, da kam die Hohepriesterin, dass du auch Verständnis hier dafür zeigst und vertraue wirklich auf dein Bauchgefühl, also zweimal aufgefordert und auch für dein inneres Wissen und entscheide wirklich dann erst, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, wenn du dieses Gefühl hast, ja, irgendwie, ja, ich kann das verstehen, ich habe genügend Einfühlungsvermögen, ich habe genügend Empathie, ich kann das nachfühlen, ja, oder mitfühlen, dann kann ich das so entscheiden für mich, ja. Dann kamen natürlich die 3 Kelche und das steht wirklich darum, dass man sich dann auch freuen darf, wie sich das auch entwickelt hat, also wenn du das jetzt erfolgreich auch geklärt hast und ja, und wende dich also diesen gemeinsamen Interessen zu und sei zufrieden, also und konzentriere dich auch wirklich auf dieses Liebesglück, auch in deinem Inneren, bleibe in deiner Liebe und konzentriere dich auf das alles Schöne und auf deine Zufriedenheit und freue dich, dass du das so gut geklärt hast, auch jetzt in Bezug hier zum Beispiel, falls du das jetzt mit einem Projekt hast oder mit irgendeinem Menschen, genieße das Glück, feiere das gemeinsam und bleibe zufrieden. Also die nächste Karte geht es darum hier, der Wagen, dass du auch was die Zukunft anbelangt, zuversichtlich bleibst und auch mutig deinen eigenen Weg gehst. Dass du dir immer wieder neue Ziele suchst auch. Vielleicht hast du auch neues Ziel,
so deine Umgebung zu wechseln. Vielleicht steht das auch wirklich für einen Umzug oder für eine Reise oder aber auch für einen Fortschritt. Also es geht wirklich darum, dass du selbstbewusst also deine Unternehmungen auch machst. Also dass du wirklich auf deine Intuition vertraust und selbstbewusst das auch dann weiterhin machst und ja, deine Intuition auch folgst, ja. Und du wirst auch sehen, wenn du dich das traust, das wird auch, diese Richtung wird auch deine neue Verbindung auch bestimmen. Also das heißt, lass dich führen und du wirst schon sehen, also wirst in bestimmte Richtung auch gelenkt und geführt und achte da auch wirklich auf die Zeichen. Die letzten Karten sind zwei Karten gekommen und zwar der erste ist, freue dich über das Leben. Also die Sonne. Also es geht darum wirklich, dass du in diese Sonnenenergie, in diese positive Energie, in diese Zuversichtlichkeit bleibst und bleibe auf diese Sonnenseite. Sage ja zu dem Leben auch, zu deinen Aufgaben, gib dich hin und werden sich bestimmte Aufgaben auch lösen. Es geht auch wirklich darum, diese schöne Zeit, ja, diese schöne Zeit auch, ja, also auch zu genießen und strahle auch diese Wärme und Hingabe aus, also auch jetzt mit diesem Neubeginn. Wenn du das ausstrahlst und es genießt, dann kommt dir das auch wieder zugute. Und die zweite Karte, das sind zwei gefallen, es ist wirklich, dass du diese mangelnde Initiative, was jetzt hier hattest hier, dass du sagst, ich hatte da keine Lust, dass du das jetzt hier wirklich loslässt, also dieses Neutrale und diese Gleichgültige und Unentschlossene und dass du einfach dich freust über das Leben, auch über das Erfolg, auch über dieses Zuversicht und lass diese Wärme, also wirklich von dieser Wärme der Sonne hier, deine Lustlosigkeit, wirklich diese Gleichgültigkeit, diese mangelnde oder fehlende Bereitschaft einfach hinter dir und lass dich hier von dem Sonne führen und beherrschen und auch diese Energie, ja? Das war die Botschaft für dich heute, der Rat der Tarotkarten für dich. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like. Und umso mehr freue ich mich, wenn du auch meinen Kanal abonnierst und somit beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.